Professional Intermittent Training. Dieter Bersto. Heute zum Thema Donkey Wadenheben nach Pit. Viel Spaß mit dem Video. Wir möchten euch heute die in meinen Augen beste Wadenmaschine, die es überhaupt gibt, vorstellen. Und zwar ist das die sogenannte Donkey Wadenmaschine. Das hier ist jetzt ein Exemplar von der Firma Gym 80. Gute, alte, solide, robuste Qualität. Das Problem ist, dass es solche schönen Maschinen heutzutage kaum noch zu kaufen gibt. Wir sind ja heute wieder in der Hall of Crossports in Hattingen und ich habe extra hier für dieses Studio dieses alte Schätzchen noch erstanden. Für ein Apfel und ein Ei, ein bisschen umlackiert und jetzt sieht sie aus wie neu und kann die nächsten 30 Jahre nochmal verwendet werden. Meinen Augen die beste Wadenmaschine, die es überhaupt gibt. Nicht verzweifelt sein, wenn ihr diese Maschine nicht zur Verfügung habt, weil dafür haben wir euch im ersten Teil zum Thema Wadenheben steht einzeln gezeigt, was man tun kann, wenn man keine Maschine zur Verfügung hat, um die Waden zu trainieren. Also man kann auch ohne eine Wadenmaschine seine Waden sehr, sehr gut trainieren, sehr, sehr gut zum Wachstum anregen. Wenn man diese Maschine aber zur Verfügung hat, sollte man die unbedingt nutzen, weil es in meinen Augen nichts Besseres gibt. Alle Maschinen für stehende Wadenheben kommen nicht so gut an wie diese Donkey-Wadenmaschine. Wenn man sie hat, sollte man dann auch wissen, wie man sie nutzt. Das werden wir euch jetzt heute mal zeigen. Der Lukas geht mal einmal, stellt sich einmal rein, beziehungsweise wir zeigen erstmal kurz, gehen wir mal einmal raus, Entschuldigung. Wir zeigen einmal kurz, wenn man hier diese Höhe hat, auf der man die Fußspitzen nachher auflegt, ist das für die meisten, wenn sie nicht gerade Schuhgröße 60 haben, ist die Dehnung dann zu groß. Man kann die Ferse nicht auf dem Boden aufstellen. Wenn man jetzt nach Pit das Ganze machen möchte, nach Pit arbeiten möchte, sollte man dafür sorgen, dass man auch hier wieder in der Pause die Ferse unten abstellen kann und nicht jedes Mal komplett aus der Maschine rausklettern muss nach jeder einzelnen Wiederholung. Das heißt, auch da sich eine Möglichkeit schaffen, am Ende der Bewegung, am Ende der Negativbewegung, die Zielmuskulatur zu entlasten und die Ferse aufzusetzen. Das haben wir hier in dem Fall ganz einfach gelöst, indem wir zwei Hanteln, wie viele Ecken sind es eigentlich, sechseckigen Hanteln, hier hintergelegt haben, wo der Lukas gleich prima seine Fersen in den Pausen draufstellen kann. So, dann gibt es als weitere Einstellmöglichkeit hier noch die Stütze, die nachher auf den unteren Rücken einwirkt, mit der man das Gewicht in den Schlitten nach oben drückt. Den kann man in der Höhe einstellen. Jetzt stelle ich mal rein, dann sieht man, wie die optimale Einstellung aussieht. Man sieht, dass Lukas jetzt die Knie fast ganz durchdrücken kann. Dann drückst du mal durch. Nee, drückst du erstmal nur durch die Knie. Ja. Lukas, die Knie ganz durchdrücken. Ich würde sie nicht ganz gesehen anstatt durchdrücken, sondern ganz leicht gebeugt noch halten. Aber einfach aufgrund der Position hat er jetzt eine unheimliche Dehnung auf der Wade schon drauf. Ja, hab ich. Die Stütze liegt am unteren Rücken auf. Er kann jetzt vom ersten Moment an, wenn die Ferse den Bodenkontakt bzw. den Kontakt zu den Hanteln, die wir da hingelegt haben, verliert, kann er gleich von der ersten Millimeter an aus der Wadenmuskulatur kontrahieren. Und dann schön nach hinten oben wegdrücken. So, diese Übung entfaltet ihren Effekt vor allen Dingen darüber, dass der Muskel halt vor jeder einzelnen Wiederholung komplett gedehnt ist und dass man halt nach jeder Wiederholung, dank der Hanteln, die da liegen, wo man die Ferse auch abstellen kann, nach jeder Wiederholung, diese jede Wiederholung positiv starten kann. Machen wir ein paar Wiederholungen. So, ansonsten kann man dabei eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Selten gelten dieselben Gesetzmäßigkeiten wie beim Wadenheben im Stehen auch. Man sollte versuchen, auch hierbei über gedanklich mit beiden Füßen jetzt, weil es ja keine einseitige Bewegung ist, über den großen Zeh nach innen oben rein zu kontrahieren, sich vorzustellen, man würde die kleinen Zehen eher abheben und wirklich über den großen Zeh nach innen oben die Füße rein bewegen. Mir hilft immer die Vorstellung, ich ziehe quasi die Ferse nach innen oben rein und drücke nur über den großen Zeh. So, und auch hierbei würde ich empfehlen, macht wirklich viele, viele, viele Wiederholungen. Immer wieder die Ferse unten absetzen, auf den Hanteln oder was auch immer man da hinlegt. Das müssen keine Hanteln sein, das können auch einfach Hantelscheiben sein. Es können einfach ein paar Stücke Holz sein, ein paar Holzbretter oder was auch immer man da hinlegt. Jedes Mal die Ferse absetzen, wieder kurz entlasten und wieder in die Vorspannung gehen und aus der Vorspannung rausarbeiten. Jetzt natürlich die Frage, wie tief sollte das sein? Wie tief setze ich die Ferse ab? In meinen Augen sollte es ein Kompromiss sein aus
schon einer ordentlichen Dehnung, die man wirklich schön spürt, aber sie sollte nicht so krass sein, dass man es in der Dehnung nicht über 50, 60 Wiederholungen hinweg aushält. Ja, also da muss man so ein bisschen Kompromiss finden. Wenn der Fuß nachher parallel zum Boden ist, ist es dann mit Sicherheit zu wenig Dehnung. Die Ferse sollte schon tiefer sein als die Fußspitzen, aber es sollte sich halt eben nicht so anfühlen, dass man in der Dehnposition drin nicht auch mal ein, zwei Minuten verweilen könnte. So, viel mehr gibt es zu der Übung eigentlich nicht zu sagen. Jedem, der diese Maschine zur Verfügung hat, den kann ich nur empfehlen, sie unbedingt zu nutzen. Hat mir in meiner Bahnentwicklung unheimlich weitergeholfen. Und jeder, der sie hat, sollte sich glücklich schätzen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr Social Media Links zu meinen Kanälen und zu denen von Lukas Alexander Guido. Schaut auch vorbei auf unserer Internetseite unter www.pit-training.de. Informationen zu meinen praxisorientierten Trainingsseminaren, wo ihr viele, viele Übungen am eigenen Körper erfahren könnt und spüren könnt, wie sich das Ganze anfühlt, was ich in meinen Tutorials so erkläre. Informationen findet ihr unter www.pit-seminar.de. Die Domain ist ebenfalls eingeblendet. Fragen sind dazu, Kommentare, Anregungen, Kritik, immer her damit, schreibt alles unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns drauf und sagen für heute vielen Dank, macht's gut. Ciao, peace.